Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Kinder können grausam sein. Ich möchte gerne mit euch über grausame Kinder reden, über böse Kinder reden, über Kinder, die ihr vielleicht sogar hasst, weil diese Kinder etwas sehr Schlimmes angerichtet haben. Vielleicht habt ihr selbst sehr böse Kinder, grausame Kinder, mit denen ihr gar nicht zurechtkommt. Vielleicht kennt ihr welche in eurer Umgebung oder vielleicht wart ihr, als ihr Kind wart, Jugendliche wart, sehr grausam, sehr böse. Und habt im Nachhinein, wenn ihr heute an all das denkt, was ihr angerichtet habt, ein schlechtes Gewissen und könnt es gar nicht einordnen, warum es so geschehen ist und warum ihr so wart. Also, Kinder können grausam sein, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Stefan und Stefan ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe halt ein Problem mit einem Kind, ne? Mit einem Kind? Ja, also mit meinem. Wie alt ist dein Kind? 3 Monate. Wie? Und da hast du schon ein Problem mit? Ja, also ist schon grausam. Inwiefern? Ja, also das brüllt nachts rum und so, ist nur auf Achse und so, das ist schon heftig. Es brüllt nachts rum und? Ja, ist auf Achse immer, weiß nicht, ist so am Rumturben und so im Bett schon, ne? Mhm. Voll komisch irgendwie, ja. Ja, aber ich habe keine Kinder und habe diese Phase noch nie mitgemacht. Ist das nicht normal, dass Kinder auch in dem Alter sehr viel weinen? Ja, und aber ich bin halt so einer, der, ich dachte, das wäre viel leichter und so. Ja, du bist nicht alleine mit dem Kind? Nein, nee. Ich habe ja noch mal die Freundin und so. Ja, das heißt, so viel Schlaf ist nicht angesagt zurzeit. Ja, momentan nicht. Aber ich würde da vielleicht nicht sagen, dass das Kind grausam ist, sondern... Ja gut, auf eine Art auch nicht, aber es ist schon Nerventraum. Es liegt so in der Natur der Sache. Es gibt, ne, es gibt ja Babys, die, habe ich mir sagen lassen, die sehr praktisch sind und pflegeleicht und manche, die halt sehr nervig sind. Und, ja. Was heißt denn auf Achse? Das habe ich gar nicht richtig verstanden. Er turnt rum im Bett oder was? Oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Der bollert schon wie so ein Bekloppter irgendwie, keine Ahnung. So. Was sagt deine Freundin dazu? Ja, weiß nicht, das Kind ist nicht normal und ja. Weiß nicht, die ist auch schon zum Arzt mitgegangen und der Arzt meinte, das wäre ganz normal gewesen und so. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Also wenn der Arzt schon sagt, es ist so ist normal, dann ist es ja schon beruhigend. Dann müsst ihr euch wirklich damit arrangieren, ne? Ihr habt nur mal einen kleinen, da so einen kleinen Kerl und der ist halt ein bisschen schwieriger vielleicht als andere kleine Kinder. Ne? Würde ich mal nicht so sagen, dass er grausam ist. Hoffen wir, dass diese für euch grausame Zeit bald vorbei ist und dass er richtig durchpennt demnächst. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute, schönen Gruß an deine Freundin. Ja, mal. Tschüss. Ja, klar, ciao. Also, Kinder können grausam sein. Da meinte ich, es sind gerade nicht Babys mit, die 3 Monate alt sind und sehr lange schreien, sondern schon ältere Kinder, die krass drauf sind. Das wissen wir ja alle irgendwie so aus unserer Vergangenheit, wenn man so zurückdenkt, als man Kind war, war man bisweilen schon hart drauf oder man hat zumindest Sachen mitbekommen, wie andere Kinder malträtieren können, richtig quälen können, richtig böse sein können, gewalttätig sein können, was auch immer. Also 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Marco, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, schönen guten Morgen. Hast du selbst ein Kind? Ich habe 2. Ja, und geht es auch jetzt darum, dass du angerufen hast, dass deine Kinder schon grausam sind oder sein können? Ja gut, die eine ist jetzt gerade mal 9 Monate. Mhm. Ich möchte jetzt nicht drüber reden. Ja. Das ist alles normal, was sie jetzt so abzieht. Ja. Die andere 7. Mhm. Gut, es gibt auch schon ein paar Grausamkeiten sozusagen. Mhm. Oder heißt jetzt nicht hören oder sonst was. Mhm. Aber ich möchte gerne so reden praktisch, wodurch Kinder grausam sein könnten. Oder können. Also du meinst so ganz allgemein jetzt, wie das kommt, dass... Jetzt allgemein. Ja. Wenn man jetzt halt in der Erziehung alles richtig macht. Ja. Es geht ja auch halt darum praktisch, es geht ja schon in den Medien los, dass Grausamkeiten gezeigt werden. Es geht in den Trickfilmen los, mhm. dass
Grausamkeiten gezeigt werden. Mhm. Das überträgt sich auf die Kinder. Mhm. Die spielen es draußen nach. Ja. Und. Es geht in den Schulen los. Ja. Die haben, der eine hat teure Sachen an, der andere nicht. Der will es haben, nimmt sich das weg oder geht im Laden, klaut. Und ja, es geht damit schon los. Ich glaube auch, dass das Fernsehen und die Filmindustrie da großen Anteil daran hat. Dass vielleicht auch überhaupt, dass eine Gesellschaft gewalttätiger wird. Und so wie du sagst, dass auch vielleicht schon Kinder je jünger, also immer jünger sind, wenn sie solche Sachen machen, weil sie werden, es wird ja präsentiert im Fernsehen, Actionfilmen, Gewaltfilmen, auch in Zeichentrickfilmen, ja, das stimmt, was du gerade sagst. Ja, genau, es geht ja schon los, die Große ist jetzt 7 und die kommt dann an, ja, die anderen haben das, ich möchte das auch haben, fängt an rumzubocken. Mhm. Und wenn man das so vergleichen tut, was halt die Eltern sagen, wie es früher war, ja, das ist das krasse Gegenteil. Ja. Da war alles praktisch anders sozusagen gewesen. Ist ja auch selbstverständlich. Ja. Waren auch andere Zeiten. Nun stelle ich mir das sehr schwer vor, als Vater, als Eltern, die Kinder irgendwie davon fernzuhalten. Man kann ja nicht verbieten, Fernsehen zu gucken. Dann sind die ja außen vor, die Kinder. Wie machst du das, dass du dein Kind so ein bisschen davor schützt? Na, es geht ja schon bei den Trickfilmen los. Hm? Dass zum Beispiel auf Einwender läuft da so ein Trickfilm, da wo sie sich dann nur die Köpfe einhauen und prügeln und alles. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, was. Ja. Und da geht's ja schon los. Und das guckt sie hier zu Hause nicht. Mhm. Wenn sie jetzt bei Oma ist oder sonst wo praktisch, da kann man es nicht großartig unterdrücken. Ja, also wie viele Stunden am Tag darf deine 7-jährige Tochter Fernsehen gucken? Tja, kommt immer ganz drauf an. Also gibt es keine... Gesagt, ganz drauf, also im Zimmer hat sie keinen eigenen Fernseher. Ja. Noch nicht, obwohl sie jetzt gerade erste Klasse geht. Aber muss ja auch nicht sein, ne? Muss ich sein. Nee. Und was ist so mit wie lange abends darf sie Fernsehen gucken? Ja, sie geht um 7 noch ins Bett. Sie geht um 7 ins Bett. Um 7 ist in der Schulzeit, bis um 7 ist dann Zapfenstreich. Ja. Also, das reicht auch nach meiner Meinung vollkommen aus. Ja, ich glaube auch, dass das eine sehr schwierige und schlimme Entwicklung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Eltern hilflos sind. Denn selbst wenn sie selbst die Kinder schützen davor, so kriegen die Kinder das dann draußen mit. Ja. Im Kindergarten unter Umständen schon. Auf jeden Fall spätestens in der Schule. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Man hört es auch schon ab und zu aus den Medien, dass in der Schule da einer da niedergestochen wurde oder verprügelt wurde. Ja, ja. Nicht? Man hört das überall, nur weil der eben bessere Tonschuhe hatte oder sonst was. Ja. Also das ist heutzutage eine reine Katastrophe. Ja, die Kriminalitätsquote unter Jugendlichen hat ja auch in der letzten Zeit rasant zugenommen. Das ist ja das halt fängt auch so ja nicht nur schon bei den Jugendlichen an, das fängt ja schon bei den Kindern an. Ja. Die gehen im Laden, klauen was, nehmen die anderen Kindern was weg, ja, weil sie es selber nicht haben oder weil sich die Eltern das nicht leisten können. Ja. Also man weiß echt hinten und vorne nicht. Also da bleibt einem nur übrig, dass man ein Auge auf die eigenen Kinder hat und sie so gut wie irgend möglich versucht zu schützen. Mehr kann man nicht machen. Ja, ja, aber es kommt ja auch von außen halt. Eben. Von den anderen Kindern wird erzählt, wieso darf ich das zu Hause nicht gucken und die anderen dürfen das. Ja. Und. Gut, Marco, das war so eine theoretische Einschätzung, die sehr richtig ist und sehr wichtig ist, finde ich auch. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, gut. Auf Wiederhören. Gut, tschüssi. Kinder können grausam sein. Carsten, 30 Jahre, zu diesem Thema. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Carsten. Ja, du hast zu dem Thema angerufen. Warum? Ja, weil ich einfach kleinwüchsig bin, muss ich einfach mal sagen. Und ich einfach das Problem habe, dass Kinder mit mir nicht klarkommen. Das glaube ich. Wie groß bist du? 1,36. 1,36, ja? Ja. Wie schwer bist du, damit wir uns ein Bild machen können von dir? Also ich bin 45 Kilo schwer. 45 Kilo und 1,36 Meter. Ja, groß. So ungefähr. Und als Kind warst du wahrscheinlich noch viel kleiner, immer als alle anderen Kinder. Ja, ich war immer der Kleinste in der Schule. Mhm. Ja. Das ist richtig. Erzähl mal, was Kinder dir so am schlimmsten schon zugesetzt haben. Ja, also das Schlimmste ist, dass ich eigentlich mal täglich angegriffen wurde von Kindern. Von Kindern? Wie alt waren die Kinder? Ja, das ist schwer zu sagen. So, ich würde sagen, so um die 10 Jahre. Ja. Also ganz schwer zu sagen. Wie alt warst du da schon? Da war ich schon mindestens 20 Jahre. Ach so. Was heißt genau täglich angegriffen? Ja, die haben mich einfach attackiert. Ganz einfach aus einer Laune raus. Die sind aus der Schule rausgekommen, weiß ich. Und haben einfach gedacht, da ist jetzt einer, der ist körperlich uns unterlegen. Ja. Die waren dann mit ihren 10 Jahren wahrscheinlich auch schon viel größer als du, ne? Ja, also das ist mein Problem. Also ich bin, ich sehe aus wie ein kleiner Junge mit Bart. Ja. Das ist genau mein Problem. Ja. Erzähl mal die Geschichte noch weiter. Wie sehr haben die dich denn attackiert dann?
Ja, die haben mich einfach so attackiert, dass sie mich getreten oder geschlagen haben, aber ich habe mich dann gewehrt. Mhm. Und ich habe mich dann so gewehrt, dass ich ihnen auch Leid zugefügt habe. Also ja. Mehr oder weniger, dass ich mir dann zurückgeschlagen habe. Und dann haben sie dich in Ruhe gelassen? Ja, genau. Mhm. Ich habe da also immer ein Zeichen gesetzt. Ja. Nun kann ich mir auch vorstellen, dass sehr viele verbale Geschichten immer auf dich einprasseln oder geprasselt sind im Laufe deines Lebens. Total. Mhm. Wahrscheinlich ist es so oft, dass du das schon als normal empfindest, oder? Ja, also ich empfinde es insofern normal, dass ich mehr oder weniger darüber stehe. Nur manches Mal, es ist je nach Laune von mir, dass ich darauf reagiere oder darauf nicht reagiere. Wie reagierst du denn dann so mit Worten darauf, wenn Kinder dich beschimpfen oder sich lustig machen über dich, weil du so klein bist? Also wenn Kinder sich lustig machen, manchmal, also es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind. Mhm. Wenn sie ganz jung sind, noch so, also sagen wir mal so zwischen 6 und 8 Jahren, da reagiere ich da gar nicht drauf. Mhm. Aber wenn sie jetzt mal so zwischen 12 und 15 sind oder so, da sage ich auch mal halt den Mund oder so. Ja. Sag mal so ein paar Beispiele, erstmal ein Beispiel, was so kleinere Kinder zu dir sagen, wenn sie dich sehen. Ja, die sagen, da ist ein kleiner Mann oder der ist ja klein und sowas. Ne? Und sehr laut, dass du es auch hörst. Ja, und so, immer so, dass ich es höre. Ja. Und immer auch so, was ich merke, dass es die Mutter auch hört. Mhm. Ne? Gut, das kann man vielleicht. Die auch immer so an der Mutter oder auch am Vater, ja. Nur damit die das darauf auch reagieren. Ne? Ja, das kann man so bei kleineren Kindern, die vielleicht auch noch im Vorschulalter sind, kann man es auch verzeihen. Ne? Die absolut, sind halt, die halt neugierig, die finden das seltsam, so einen kleinen Mann, die sagen dann vielleicht auch, ist das ein Zwerg, Mama oder sowas, ne? Ja, das ist auch ganz okay. Normal, das sag ich auch. Aber wenn die jetzt ein bisschen älter sind, wenn die schon 10, 12, 13, 14, wie du gerade gesagt hast, ja, oder noch älter, was sagen die da zu dir? Ja, da habe ich also schon ganz üble Sachen gehört, du. Also zum Beispiel? Nach dem Motto, der Hitler hätte dich mitnehmen müssen oder sowas. Ja, ne? ja. Und das ist ja natürlich ganz übel. Ja. Wie war das denn, als du Kind warst? Nehmen wir mal an, gehen wir mal in die Zeit, als du 14 warst. Da warst du wie groß? Weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr genau, aber erheblich kleiner als die anderen 14-Jährigen. Ja, ich war immer, wie gesagt, ich war immer der Kleinste. Klar. In der Schule oder in der Klasse. Wie war das denn in dieser Kindheit in dieser frühen Jugendzeit? War es da auch sehr schlimm für dich, dass ja, die Kinder immer, dich sehr also, ich angegriffen haben? Ich würde sagen, also der schlimmste Tag war für mich eigentlich, als mir der Arzt gesagt hat, sie werden nicht mehr größer. Wie alt warst du da? Da war ich 17. Da warst du 17, ah, ja. Mhm. Bis dahin hast du die Hoffnung gehabt. Ja, immer. Mhm. Ich habe immer also dran geglaubt oder auch man hat mir immer gesagt, das wird schon noch und so. Aber mit 17 war es dann soweit, dass mir der Arzt gesagt hat, so, das war's jetzt und gut ist. Mhm. Und da ist für mich erstmal eine Welt zusammengekommen. Das glaube ich. Und ist es so? Ich habe lange leiden müssen darunter. Echt. Ja. Total. Du bist jetzt 30, ne? Sagte ich ja. 30, mhm. Ja. Hast du dich jetzt damit arrangiert, abgefunden? Das ist ja. Nur, ja. Mhm. Würdest du sagen, jetzt auch so aus deiner jetzigen Realität heraus, dass wenn dich jemand blöd anquatscht oder so, dass es wirklich dann Kinder oder Jugendliche sind und keine kaum oder keine Erwachsenen? Es sind ganz selten Erwachsene, muss ich sagen, ganz ehrlich. Mhm. Also es sind immer nur, also entweder ganz kleine Kinder, wo ich das dann auch wirklich abtue, wo ich dann sage, das sind einfach kleine Kinder, die wissen es einfach nicht besser, da reagiere ich eigentlich auch gar nicht mehr drauf. Das geht links rein und rechts raus. Aber wenn es dann halt schon so Jugendliche sind, so im pubertären Alter. Verstehe. Wenn du so eine Gruppe von Jugendlichen irgendwo stehen siehst, machst du wahrscheinlich einen Bogen um die herum, ne? Um dich gar nicht der Situation auszusetzen. Eigentlich nicht. Ich versuche eigentlich immer, mich der Situation zu stellen. Ach so, mutig. Weil ich einfach denke, warum soll ich jetzt die Straßenseite wechseln oder warum soll ich jetzt in eine andere Richtung gehen, nur damit die mich nicht sehen. Oder was so. Glaubst du, warum gerade sind sind Kinder, etwas ältere Kinder oder frühe Jugendliche, die im frühen jugendlichen Alter sind, warum sind die so drauf? Warum sind die so verletzend? Warum können die so rücksichtslos sein? Das kann ich echt nicht sagen, weil ich auch gar keine Erklärung dafür habe, weil ich sehe auch viele andere Leute, die behindert sind, die jetzt richtig behindert sind, die jetzt im Rollstuhl sitzen oder sowas. Und da kommt überhaupt keine Reaktion. Ich beobachte das also auch bewusst, dass wenn jetzt eine Frau im Rollstuhl oder ein Mann im Rollstuhl da vorbeigeschoben wird auf einer Promenade oder sowas, da ist die Reaktion ganz anders. Ah ja. Hm. 1,36 Meter. Ja. 45 Kilo. Ja. Ich könnte mir vorstellen, frage ich dich, das gehört jetzt nicht direkt zu unserem Thema, aber da du jetzt gerade dran bist, würde ich dich erst gerne auch noch fragen, das birgt doch wahrscheinlich viele andere Probleme auch noch in sich im Leben, oder? Nein, eigentlich nicht. Was machst du, lass mich mal fragen, was machst du vom Beruf?
Ich bin Freiberufler. Was heißt das? Ich bin freier Journalist. Freier Journalist, ah ja. Dann, ja. Das heißt, da kannst du, schreibst du, dann machst du Film oder bist ich du beim Radio? Ja, ich schreibe und ich mache auch hauptsächlich Internet. Also ich arbeite eigentlich so, dass mich keiner sieht. Ja. Bewusst so ausgewählt, aus Scheu ein bisschen, oder? Ja, eigentlich schon, weil ich gemerkt habe, dass in dem Moment, wo ich im Rampenlicht stehe, sprich, ich war auch mal im Hörfunk tätig, ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich zu stark polarisiere. Ja, im Hörfunk ist wahrscheinlich auch schwierig, weil du auch eine sehr junge Stimme hast. Du klingst nicht wie ein 30-jähriger Mann. Und das ist richtig. Im Hörfunk ist es dann schon wieder schwierig, wenn du jetzt irgendwie was präsentieren solltest und man vermute da einen älteren Mann und so weiter, dann geht es nicht. Ja, habe ich aber 2 Jahre gemacht. Hast du 2 Jahre gemacht, ja? Habe ich 2 Jahre gemacht, ja. Wie ist es so in Sachen Sexualität, Liebe, Partnerschaft? Ja, das ist eigentlich total anders. Also ich will mal sagen, es ist mal so. Ich hab viele Partnerschaften schon gehabt. Hast du gehabt, ja? Längerfristig? Mit größeren Frauen oder mit kleinwüchsigen Frauen? Ausnahmslos mit größeren Frauen. Ausnahmslos mit größeren Frauen? Ja. Wie groß waren die Frauen? Die waren also alle so ab 1,64 aufwärts. Also finde ich ja toll. Ich bin da immer persönlichen Limit. Das finde ich ja toll. Und das war kein Problem für die Frauen und für dich auch nicht. Weder noch, nee. Hm? Das kann ich nicht sagen. Nee. Du hattest nicht. Wie sind diese Kontakte zustande gekommen? Traust du dich, also normalwüchsige Frauen, die ja dann viel größer sind als du, traust du dich, die ganz einfach anzusprechen? Ja. Ja? Absolut, ja. Also da bin ich sehr toll. Selbstbewusst. Toll. Ich versuche das einfach so. Oder wenn's halt so nicht klappt, dann versuche ich es einfach über Internet oder über Mail. Ja. Schreibe aber dann immer dabei, dass ich so und so bin, wie ich bin. Aber da, Carsten, könnte ich mir auch wieder vorstellen, wenn du mit einer normal gewachsenen Frau über die Straße gehst und man sieht, dass ihr ein Liebespaar seid, dass da, um auf unser Thema zurückzukommen, wahrscheinlich so Jugendliche oder Kinder auch krass drauf sind, ne? Nee, hatte ich eigentlich zuletzt nicht den Eindruck. Ich hatte in Berlin eine Freundin, die ich zum ersten Mal besucht habe, die ich auch vorher nicht kannte, wo ich also total überrascht war. Ja. Und wir sind zusammen Arm in Arm durch Spandau gelaufen. Ja. Und kein Mensch hat uns nachgeguckt oder so. Ja. Es war total wunderbar. Es ja, die Berliner, genau, die Berliner genau sind halt tolerant. Ne, die Berliner sind halt tolerant. Da kann ja, man das ich weiß es nicht. Also ich lebe in einer anderen Stadt. Ja. Aber es ist vielleicht ein Unterschied. Das weiß ich, das habe ich hier noch nicht ausprobiert. Ja, das kann aber wirklich schon ein bisschen so mit den Mentalitäten zusammenhängen in den verschiedenen Städten. Nun gut, also ich freue mich, dass wir haben sprechen können, Carsten. Ja. Ich wünsche dir alles Gute in jeglicher Beziehung und vielleicht läuft man sich irgendwann über den Weg. Das wäre toll. Ja, alles Gute. Ich wollte dir noch sagen, dass du eine super Sendung machst. Dankeschön. Und dass ich dir auch schon seit 6 Jahren immer regelmäßig verfolge. Hey, super. Wunderbar. Dankeschön, mach weiter Carsten. So und alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Unser Thema heißt, Kinder können grausam sein. Ich möchte gerne mit euch reden über eure Erfahrungen mit grausamen und mit bösen Kindern. Kinder tun ja manchmal Dinge, wo man da als Erwachsener vorstellt und sagt und denkt, warum? Warum tun die das? Warum haben die das getan? Habt ihr vielleicht selbst solche Kinder? Gibt es in eurer Umgebung solche Kinder? Oder wart ihr selbst so ein Kind oder so ein Jugendlicher, dass ihr euch für euer Handeln im Nachhinein ziemlich schämt, was ihr gemacht habt? 0800 5678 111, E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de und wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Hiltrud, 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Hiltrud. Ja, mein Problem ist jetzt eigentlich nicht mehr was. Mein Sohn hat das Gilles de la Tourette-Syndrom. Mhm. Es ist in den letzten Tagen ein bisschen durch die Presse gegangen. Also ja, es ist diese Tickstörung. Er macht Geräusche, er wackelt mit dem Kopf oder schüttelt mit dem Arm. Völlig unvermittelt. Ja, genau. Also er ist mitten im Gespräch und er wackelt mit dem Arm oder zuckt mit dem Kopf. Ja, oder genau. Macht das kann er auch nicht steuern. Das ist eben diese Krankheit. Sagt er auch etwas? Nee, das nicht, aber er macht lauter Geräusche. Also zum Beispiel? Räuspert sich, zieht die Nase hoch oder macht irgendwelche anderen Geräusche halt. Und das entzieht sich völlig seiner Kontrolle? Ja. Und es passiert immer wieder mal zwischendurch? Es kann auch eine Weile gut häufig gehen? Je nachdem, wie er unter Stress steht. Ja. Je mehr er gestresst ist, desto schlimmer ist das und desto häufiger passiert es. Ja. Also alle 30 Sekunden, wenn es ganz hart ist. Wie alt ist er? Jetzt ist er 15. Mhm. Und das Problem war eigentlich, angefangen hat das schon im Kindergarten, aber da war es noch nicht so ausgeprägt und als er dann in die Schule kam, wurde das immer schlimmer. Mhm. Und
ja, die anderen Kinder haben natürlich angefangen, über ihn zu lästern. Ich ahne schon, der Arme. Und die Lehrer wussten nicht, was es ist. Wir als Eltern wussten auch nicht, was es ist. Es hat uns auch kein Arzt aufgeklärt. Das war also heute ist es ja ziemlich bekannt, das Phänomen. Damals noch nicht so. Nee, also das wusste keiner. Was haben denn die anderen, die Mitschüler mit deinem Jungen gemacht? Wie haben die den behandelt? Also die ersten zwei, drei Schuljahre war es so, dass sie halt, sagen wir mal, nur gelacht haben oder gesagt haben, ach, guck mal, was er wieder macht oder so. Auch sowas, da ist unser Bekloppter? Ja, so ungefähr. War wahrscheinlich auch der Außenseiter in der Klasse? Er hat das dann überspielt, indem er dann besonders aggressiv wurde oder besonders so den Clown gespielt hat. Also er hat das natürlich gemerkt und hat sich natürlich gewehrt dagegen. Hat er sich zu Hause ausgeweint und hat gesagt, hier, ich Das Problem war ja, dass wir zu Hause immer gedacht haben, wir müssen ihn nur richtig erziehen. Ach so. Und ihm dann auch immer gesagt, halt den Kopf still und räusper dich nicht und sitz endlich still. Wie und schlimm. Das heißt, da wurde er noch mehr unter Druck gesetzt. Ja, natürlich. Ne? Weil wir wussten ja gar nicht, was los ist mit dem Kind. Wir kannten die Krankheit nicht und kein Arzt sagte uns, was er hat. Das ist ja unglaublich. Ich meine, so lange ist das ja auch noch nicht her. Nee. Das ist 10 Jahre her oder so. Und da wusste man, also von der medizinischen Seite das noch nicht richtig einzuordnen. Die Ärzte, die wir gefragt haben, wussten das nicht. Also wann hat man das denn diagnostiziert bei ihm? Wie alt war er da? Vor 3 Jahren. Also vor 3 Jahren erst? Also war er 12? Also nachdem er dann aus der Schule geflogen ist. Das war die Folge davon? Ja. Mhm. Die Schule geflogen heißt, dass er dann auch nicht mehr mitkam? Ja, also das ging dann, das steigerte sich immer weiter. Er kam dann auf die Realschule und dann wurde das auf der Realschule also immer noch schlimmer. Und dann hat er also wirklich, er hat randaliert bis zum geht nicht mehr und die anderen Kinder haben gelästert bis zum geht nicht mehr. Und die Lehrer haben sich verweigert. Ich bin irgendwie alle 4 Wochen in der Schule gewesen, um die Lehrer zu beruhigen und sie zu bitten, es doch nochmal zu versuchen und so. Und der traurige Höhepunkt war dann, dass also er dann irgendwann ein Messer gezogen hat und auf den einen Jungen ins Bein gestochen hat. Und der Junge hat wiederum so ein Spray genommen und hat es ihm in die Augen gesprüht. Und das war dann der Punkt, wo die Schule gesagt hat, und jetzt ist Schluss. Das Kind ist nicht mehr tragbar. Was habt ihr dann mit dem Kind gemacht? Ja, wir waren ja bis dato schon bei allen möglichen Erziehungsberatungsstellen und Psychologen und haben ja irgendwie nichts gefunden. Und dann hat die Realschule gesagt, okay, also wir schicken sie nochmal zu so einem Schulpsychologen. Und diese Frau, die wusste dann endlich, was er hat. Und ist ja eigentlich ein Skandal, dass das vorher nicht rausbekommen wurde. Ja, und wir haben dann also, weil auch keine Schule im Ort ihn mehr nehmen wollte, er war also schon berühmt, berüchtigt sozusagen, wir haben ihn jetzt in eine Erziehungshilfeeinrichtung in eine Waldorfschule gegeben. Ja. Wo er in der Kleinklasse ist, da sind nur 10 Kinder. Ja. Und alle Kinder haben irgendein Handicap. Ah, das ist natürlich gut. Und die akzeptieren sich untereinander. Ja. Er kann dort seinen ganz normalen Realschulabschluss machen und das geht jetzt. Kann man denn zurzeit oder gibt es irgendetwas Therapeutisches dagegen? Er nimmt sehr, sehr starke Medikamente. Ja, hilft das? Ein bisschen. Also es ist nach wie vor, je mehr er unter Stress steht, desto mehr tickt er. Und wenn er ausgeglichen und ruhig ist, geht es eigentlich. Mhm. So, aber man kann eigentlich nicht wirklich was tun. Also hat sich jetzt so sein Verhältnis zu seiner Umwelt, zu seiner gleichaltrigen Umwelt schon beruhigt? Ja, auf jeden Fall. Der Höhepunkt, er steht nicht mehr unter Stress, weder von der Schule noch von uns als Eltern, ja, auch in dem Heim selber nicht, weil alle ja Bescheid wissen. Den Höhepunkt hat es in dieser Stecherei und Spreerei. Ja, dass dann die Polizei auch eingeschaltet wurde und dann er dann da auch einmal, er war erst 12 zum Glück. Wie hat er sich denn damals, als das passiert war, oder auch vorher, die Jahre davor, ich meine, da war er auch schon ein etwas älterer Junge. Ja. Wie hat er sich denn selbst das erklärt? Hat er das gewusst, dass er irgendwas Seltsames hat? Nee. Habt ihr ihm das denn gesagt? Hier, du zuckst manchmal. Ja, also ich denke, wir haben auch einen großen Fehler gemacht, wobei ich den Fehler gemacht habe, weil ich es nicht wusste. Ihm wirklich auch unter Druck gesetzt und gesagt, jetzt lass es endlich. Und er hat auch immer gesagt, ich will es ja auch lassen. Und keiner wusste, warum. Also das hört sich ja auch so verrückt an. Wenn einer den Kopf schüttelt, warum soll er das nicht sein lassen können? Ich meine, wir gesunden Menschen, für uns ist das so selbstverständlich, dass ich... Ich stelle mir das für das Kind äußerst dramatisch vor. Ja. Am Anfang wird er wahrscheinlich gar nicht kapiert haben, warum die anderen Kinder ihn auslachen. Nee, natürlich. Ne, weil er das ja selbst, glaube ich, so ist das beim Tourette-Syndrom, dass man merkt das selbst nicht. Ne? Nee, er hat das auch nicht registriert. Mhm. Also, dann wird man ja irre daran, wenn die Umwelt ständig seltsam reagiert und man weiß gar nicht warum. Man fühlt sich selbst... Die Umwelt natürlich auch belastend. Also die Lehrer, die da drin die Kinder sitzen haben und einer sitzt da, der ständig nur eine Geräuschkulisse von sich gibt und ständig rumzappelt. Das ist ja für so einen Lehrer auch fast nicht tragbar. Nur hast du ihr habt euer Kind mitbekommen, was ein seltsames Phänomen hatte, was ihr nicht einordnen konntet, nur jetzt damals auch nicht. Dennoch,
Hast du auch so ein bisschen Hass auf die anderen Kinder gehabt, dass die deinem Jungen so zugesetzt haben? Nee, Hass auf die anderen Kinder nicht, aber ich habe unendlich Mitleid mit meinem Sohn gehabt und konnte ihm nicht helfen. Und habe immer gedacht, ich helfe ihm damit, indem ich versuche, ihn noch besser zu erziehen, ihm noch mehr klarzumachen, dass das sein lassen soll. Ja. Und du hast ja, auch er ist heute in Therapie, weil er das aufarbeiten muss. Und ich habe auch heute bin ich so, dass ich mit ihm drüber rede und auch sage, ja, ich habe da auch was falsch gemacht. Und mit 15 kann man ja schon ordentlich mit den Leuten reden. Ja. Das heißt, nimmt er die Entschuldigung an, dass du sagst? Ja, auf jeden Fall. Das ja. Aber er will mit den anderen Kindern auch nichts mehr zu tun haben. Er ist da jetzt froh, wo er jetzt ist und will auch nicht wieder zurück. Ist er weit weg von euch? Nee, 100 Kilometer, das geht eigentlich. Und kommt er am Wochenende nach Hause? Wochenende ist er zu Hause, so. Ferien ist er zu Hause. Aber er will, wie gesagt, diese anderen Kinder auch gar nicht treffen. Ja, also die von früher, die Kinder. Mhm. Ja. Da wollte ich noch was fragen von früher. Er hatte wahrscheinlich doch auch keine Freunde dann, ne? Nee, überhaupt nicht. Der war totaler Einzelgänger. Und ist dadurch natürlich immer aggressiver geworden, ja, ja klar. Ja, ja. Der hat um sich geschlagen, weil er verzweifelt war. Ja. Aber das Ganze scheint ja doch jetzt eine gute Wendung genommen zu haben. Ja, und nur finde ich also, dass man ihm das hätte auch irgendwie ersparen können, wenn man das 10 Jahre früher gewusst hätte, was er hat. Das fing, du sagst an, im Kindergarten? Im Kindergarten bin ich das erste Mal mit ihm in der Erziehungsberatungsstelle gewesen, weil wir erst gedacht haben, es ist ein Erziehungsproblem. Mhm. Wie war, wenn du dich da noch daran erinnern kannst, diese ganz kleinen Kinder, so im Kindergartenalter? Das war eigentlich noch okay. Im Kindergarten ging noch. Da war es auch noch nicht so ausgeprägt. Die Ticks fingen ja erst ganz langsam mal an. Und das war eigentlich noch in Ordnung. Angefangen hat es wirklich mit der Schule. Besteht die Chance, dass er, wenn er jetzt weiter Therapie, Medikamente und so weiter alles mitmacht und über sich ergehen lässt, dass er vielleicht in einigen Jahren, wenn er erwachsen ist, das fast weg kriegt? Nee, also das Tourette-Syndrom, also in die Pubertät wird es geben. In der Pubertät kann es auch noch mal schlimmer werden oder eben auch besser werden. Das kann man eigentlich erst so in 5 Jahren vielleicht sagen. Aber letztendlich aber wird er ganz geheilt wird er nie, nee. Das heißt, er wird sein ganzes Leben irgendwie sich damit, es sei denn, die Ärzte werden irgendwann noch mal was entdecken, ja, woran es liegt. Okay, da kann man immer drauf hoffen. Ja, aber genau. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kann man diese Krankheit nicht heilen. Gut, aber im Moment scheint es ja doch alles ganz, ganz okay zu laufen. Ja, bin ich auch froh darüber. Aber es war eben wirklich sehr, sehr grausam, die Jahre. Glaube ich, das glaube ich wirklich. Ja. Da wünsche ich euch, dir, der Familie, dem Jungen alles Danke. Gute von Herzen. Ja. Tschüss, okay, Hiltrud. Ja, tschüss. 0800 5678 111. Und wenn ihr ein wenig in unseren Themen herumstöbern wollt oder überhaupt ein bisschen über die Sendung euch angucken wollt, dann könnt ihr den Domian www.domian.de anschauen, anklicken. So, jetzt kommt jemand, dessen Namen ich nicht gut aussprechen werde können, glaube ich, Sochio? Sorry. Ich sag's lieber nicht, sonst zerbreche ich mir die Zunge. Was ist das für ein Name? Ich bin halb Japaner. Halb Japaner? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sprache für uns. Ich wusste. Ja, ich kann es selber auch nicht. Ach, du kannst es selbst nicht? Nein. Die Mama, der Papa ist Japaner? Mein Vater ist Japaner, aber ich kann es selbst nicht. Aber du bist ja auch aufgewachsen in Deutschland. Richtig. Ja. Du bist 21 Jahre alt. Genau. Männlich, höre ich. Genau. Ja. Auch zum Thema Kinder können grausam sein. Genau. Warum? Ja, also ich habe also 5 Jahre lang in der Schule erfahren, im Gymnasium. Ach, weil du nicht, weil du ungewöhnlich aussiehst? Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Ich sehe eigentlich ziemlich europäisch aus und habe da wenig von meinem Vater, aber der Name ist halt ungewöhnlich. Mhm. Ist dann damals dazu gekommen, wir sind in einen anderen Stadtteil gezogen, war eine andere Schule dann. Ja. Ich kannte da niemanden und ich war damals auch schon mal ein bisschen pummelig. Mhm. Und zudem nicht ganz so doof, sage ich mal. Ja, ah, so in der Schule und bin ich so Zielperson geworden, ja, sag ich mal. So von so. Das provoziert die sagen wir mal so die Proll Ecke aus den Klassen. Irgendwie schon, ja. Ja, also, ja, kann man so sagen. Es waren halt so 2-3 Leute, die dann aber auch wirklich massiv, also vom dass sie mich beim Nachnamen gerufen haben, falsch ausgesprochen, ja, bis hin zu mein Name wäre ein Schimpfwort. Also das war schon ganz massiv, hat mich auch ganz ordentlich unter Druck gesetzt damals. Ja, wie haben die dich genannt? Die haben mich, also wie gesagt, beim falsch ausgesprochenen Nachnamen gerufen. Wie haben die den Nachnamen ausgesprochen? Ja, also ich meine, wenn ich meinen Nachnamen jetzt sage, wissen wir alle. Achso, okay, verstehe, ja, können wir nicht machen. Ja, verstehe. Nein, also man hat auf meinen Nachnamen verhunzt, man hat gesagt, ich weiß nicht, also der Name ist ein Schimpfwort dann die üblichen Nennseleien. Fettsack bis hin zu Missgeburt, ja, und so weiter. Und Japse und Chinese und was weiß ich und alles Mögliche. Ja. Also es war, ging dann bis zu, richtig. Wie viele Jahre hast du das ausgehalten? Ja, bis es irgendwann besser wurde dann, ne? Also in der 10 oder sowas,
Ja, aber quasi schien sich der geistige Level irgendwie angeglichen zu haben. Ja, aber das ist ja eine lange Zeit, bis zur 10. Wenn man da die ganzen Jahre immer unter so einem Beschuss steht, das hinterlässt schon seine Spuren, glaube ich. Ja, also ich hatte sowieso keine einfache Kindheit und ich denke, das ist mit ein Grund, warum ich heute noch depressiv bin, ja. Ja, ja. Was, wenn du zurückdenkst an diese ersten Jahre, da bis zum 10. Schuljahr, was war das, wenn du vielleicht ein Ereignis zurückerinnerst, was war das Schlimmste? Also ich weiß noch, wir waren in einer Jugendherberge mal und da war ich auf dem Zimmer mit den Leuten, die dort auf dem Zimmer waren und man hatte mich dann wieder gehänselt und so weiter und man hatte mich dann gepackt und man sagte mir, die schmeißen dich jetzt aus dem Fenster. Mhm. Mhm. Das war für mich damals, ist natürlich im Nachhinein, müsste man drüber lachen eigentlich, ja. Ja, aber ich bin damals wirklich in Tränen ausgebrochen und bin an die Lehrerin gelaufen, weil es ging für mich nicht mehr anders, war Schluss für mich. Haben die versucht, dich auch irgendwie ans Fenster zu drängen und dich da... Ja, ja, nein, ich meine, sie haben mich halt gepackt, so im Spiel, sage ich mal in Anführungszeichen, ja, es ist kein sehr lustiges Spiel, aber so war es dann. Es waren so zwei oder drei Leute in der Klasse. Mhm. Die das aber wirklich sehr massiv betrieben haben. Das heißt, da gab es auch keine Freunde für dich wahrscheinlich in der Zeit, oder? Also richtige Freunde eigentlich. Es gab so ein paar Spielkameraden, mit denen man ab und zu mal irgendwas gemacht hat. Aber richtige Freundschaften haben sich da eigentlich nicht entwickelt. Das ging eigentlich erst so ab Oberstufe. Mhm. Wahrscheinlich, weil dann auch sowas wie geistige Entwicklung, wie du es gerade schon gesagt hast, eine Rolle gespielt hat. Du bist vielleicht ein bisschen dünner geworden auch, weiß ich nicht. Nee, es ist umgekehrt. Umgekehrt. Also ich mag auch damit zusammenhängen, ich weiß es nicht. Also ich bin heute sehr dick. Ja. Mhm. Immer noch. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, diesen Namen, den ich ja selbst auch nicht aussprechen kann, wieso haben deine Eltern dir so einen Namen verpasst? Das war, ich weiß es nicht, der Wunsch meines Vaters. Also du bist in Deutschland geboren, ne? Und es war auch klar, dass du in Deutschland aufwachsen wirst. Ja. Ja. Hast du da ein bisschen Zorn auch auf deine Eltern, dass sie dir... Es gibt da sicher auch japanische Namen, die man ein bisschen einfacher aussprechen kann für uns. Also, ja, klar. Es war also irgendwann, also manchmal muss ich sagen, hasse ich meinen Namen schon selber nicht. Mhm. Ich meine, zumal meine Mutter dann eine Vorliebe französische Namen hat, das heißt, mein zweiter Vorname ist Gilbert. Gilbert, mhm. Ja. Ja. Also auch nicht unbedingt besonders deutsch. Deswegen, also, ist für mich schon ein Problem immer gewesen, ist auch heute noch. Sag ihm nochmal, ich versuch's gar nicht erst. Soichiro. Ja, ist aber auch wirklich schwer. Hat das eine Bedeutung, dieser Name? Ja, das heißt der erste Sohn. Der erste Sohn heißt das, ja. Mhm. Also, kann man bei dir sagen, dass du aufgrund dessen, was du in deiner Kindheit durch Kinder mitgemacht hast, eigentlich keine gute, eigentlich eine schlechte Erinnerung an die Zeit hast? Also eine üble Erinnerung. Und du möchtest das alles nicht nochmal mitmachen? Nee, ganz bestimmt nicht. Mhm. Also ich sicherlich heute auch noch arbeite. Ja. Und also, du sagst... Heute noch Probleme, Sozialkontakte herzustellen. Also, ja. Das ist immer noch schwierig. Also mit den Depressionen, von denen du gerade gesprochen hast, meinst du, dass das wirklich eine Spätfolge aus dieser Zeit ist? Nicht ausschließlich, würde ich sagen, aber ich denke mit sicherlich. Ich meine, es gibt ja immer noch mehrere Faktoren, die darauf einwirken. Mhm. Und ich denke, teilweise ist das sicherlich immer noch der Fall. Hast du auch in der Kindheit manchmal regelrecht Angst gehabt, alleine rauszugehen? Angst vor anderen Jungs, die du vielleicht treffen könntest und dass die dich irgendwie vielleicht auch verkloppen könnten oder irgend sowas? Also ich habe es eine Zeit lang gehasst, in die Schule zu gehen. Mhm. Auch gerade Sportunterricht und sowas war natürlich immer ein großes Gräuel. Ja. Weil ich dann immer wusste, dann geht das Gelache los, wenn ich irgendwas tue. Ja. Ja, gut, war ich sowieso nie im Sport. Ja. Und dann, das ist schon so eine Sache. Und dann gibt es die berühmten Mannschaftsspiele, wo dann die Mannschaften aufgestellt werden. Ich war immer der Letzte. Und du warst der Letzte wahrscheinlich. Genau. Ja. Das fräst tief in die Seele ein, ne, glaube ich. Irgendwie schon, ja. Ja. Auch wenn es blöd klingt jetzt im Nachhinein, aber es ist so. Nee, das klingt überhaupt nicht blöd. Ich glaube, dass man das gut verstehen kann. Also, und alle haben irgendwie in der Klasse ja auch solche Leute gehabt. Und jeder hat irgendwie vielleicht heute auch ein schlechtes Gewissen, wenn er sich zurückerinnert, wie er solche Leute dann behandelt hat. Also ich muss sagen, die Leute, die beiden, von denen das speziell ausging, da ist einer von irgendwann weg auf einer Realschule und einer ist dann ja nach Amerika. Mhm. Und wie der zurückkam, also ich habe ihn da gesehen anschließend und er hat dann zwar seine Händeleien aufgegeben, aber ist immer noch genauso blöd wie damals gewesen. Also der hat sich nicht großartig verändert. Das ist natürlich heftig, wenn er dann älter ist und erwachsen ist, immer noch so drauf ist. Ja. Also der hat auch gegenüber anderen Leuten, weil er mich dann irgendwann nicht mehr konnte, weil man entwickelt ja seine Strategien dann, ja. Mhm. Oder man irgendwann bin ich dann halt auch, sage ich mal, in der Lage gewesen, mich zu wehren. Das war ich ja früher auch gar nicht. Ja, was sind das für Strategien? Was waren deine Strategien? Du hast recht, jeder entwickelt irgendwie seine Strategien, sich zu wehren gegen die Kinder, gegen die Anfeindungen. Was waren deine Strategien?
Also meine Strategie war einmauern eigentlich, zumachen. Mhm. Mhm. Das gar nicht mehr, also versuchen gar nicht mehr an mich ranzulassen, gar nicht mehr sichtbar Emotionen zu zeigen. Und deine Eltern oder deine Mutter, hat die das gemerkt? Ja, also meine Eltern haben es gemerkt und meine Klassenlehrerin hat es dann auch irgendwann gemerkt. Ich bin dann in der 6. Klasse, also es war in der 5. Klasse ganz massiv, also es war sehr schlimm. Und in der 6. Klasse bin ich dann ein halbes Jahr mal in Psychotherapie gewesen. Mhm. Was natürlich auch eine ganz furchtbare Erfahrung war. Du musst ja zu einem Psychiater. Ja. Und ja, muss im Nachhinein sagen, die Psychotherapie hat mir nicht besonders viel geholfen. Ja. Weil es sehr in Richtung Vergangenheit ging, also sich gar nicht mit dem aktuellen Problem befasste eigentlich. Was ich gerade noch... Ja? Ja, bitte. Nee, was ich gerade noch fragen wollte, ist, kann es sein, dass diese Dickleibigkeit, dass du immer ein bisschen dicker warst als Kind, dass das auch damit zusammenhängt, dass du dir quasi so ein bisschen den Frust angefressen hast? Ja, also richtig dick geworden bin ich ja wirklich erst dann, nachdem wir umgezogen sind, also nachdem ich auch in der neuen Schule war. Ah ja, und wie warst du in der neuen Schule? Also es ist, nein, ich meine in der weiterführenden Schule, wo ich halt dann, in der Grundschule ging es ja, in der Grundschule hatte ich auch ach so. Und dann sind wir umgezogen, das war dann gleichzeitig die Zeit, wie ich aufs Gymnasium ging. Mhm. Und in der 5. Klasse, dann kannte ich dann niemanden. Mhm. Niemand, also wirklich überhaupt niemanden. Ja. Und war dann natürlich, ich sag mal, in dieser Sozialstruktur wirklich der Unterste. Ja. Und das bin ich echt 5 Jahre lang geblieben. Ja, heftig. So, und heute immer noch, bist du heute auch noch in Therapie oder so? Also ich bin, ich werde noch medikamentös therapiert. Ah, ja. 21 Jahre jetzt alt? Ja. Mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das irgendwie sich verflüchtigt mit den Depressionen. Ich würde es dir sehr wünschen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute und danke. Du machst eine prima Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Dankeschön, tschüss. 1.36 Uhr und das ist jetzt Zeit für Daniel. Und Daniel ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ah, guten Morgen, Domian. Hallo Daniel. Also mein Thema war Thema, Kinder können grausam sein. Also da kann ich einiges drüber sagen. Aber zuerst würde ich gerne was sagen über Carsten, der eben anrief, kleinwüchsig. Ja. Das, was ich da gehört habe, ist meistens eine Sache, würde ich sagen, das kommt falsche Erziehung vom Elternhaus. Weil das, was ich meinem Kind beibringe, beziehungsweise vorlebe, das lebt es nach. Also so eine Händelei, was ich da eben gehört habe, ist ja Wahnsinn. Das muss ja Elternhaus sein, hoch drei. Also ja, da möchte ich gerne leben. Aber man kennt es so. Ich kenne das aus meiner Kindheit auch, dass die Kinder gnadenlos gehänselt haben, wenn irgendjemand nicht so war, wie die Norm eigentlich war. Aber du hast völlig recht. Das ist letztendlich eine Frage der Erziehung, wenn man den Kindern vermittelt, nicht alles, was unnormal ist, ist schlecht oder so, ne? Sondern das ist auch ein Teil der Normalität. Dann würden die Kinder auch nicht so draus sein. Das ist eine Frage, wie man mit den Kindern umgeht und ihnen das vermittelt. Du hast recht, ja. Ganz richtig. Ja. Und es wird heutzutage immer schwerer. Also ja. Ich habe 2 Kinder, also mein Jüngster ist jetzt 6 und mein Ältester ist 8, gehen beide zur Schule. Ja. Und also ich hätte nicht gedacht, dass es so früh losgeht mit diesen, wie man das sagt, dieses Markengucken, also dieses Markenbewusstsein. Das ist Wahnsinn. Also die werden gehänselt, weil ich muss jetzt dazu sagen, ich bin seit kurzem an Krebs erkrankt, kann mir leider nicht mehr so viel erlauben, wie ich es vorher konnte. Mhm. Was hast du für einen Krebs? Ich hatte einen Hodenkrebs, der sich ein bisschen ausgebreitet hat, also nicht gerade gut. Mhm. Und wie ist der Stand der Dinge im Moment, wenn ich das eben noch fragen darf? Ja, ich bin in der Chemotherapie und bin jetzt schon zweimal operiert worden. Mhm. Es geht einigermaßen, aber ich habe durch die ganzen Probleme jetzt mit den Ämtern und alles, weil ich habe gedacht, das geht reibungsloser. Ich habe vorher gearbeitet, meine Frau hat gearbeitet. Ja. Wir mussten beide aufhören zu arbeiten und haben eigentlich gedacht, es geht reibungslos vom Amt her und es ging überhaupt nicht. Ich hatte nur Lauferei. Mhm. Also unsere Wohnung wurde uns gekündigt, weil wir hatten eine relativ große und teure Wohnung und die konnte ich mir nicht mehr länger leisten. Und unsere Vermieterin, die ist der Hammer. Also die hat quasi, nachdem wir die angeschrieben haben, haben wir denen gesagt, wie die Sachlage ist, hat die uns so gesehen die Wohnung gekündigt. Also die hatte da überhaupt nicht. Das bedeutet dann auch, dass ihr eben nicht so viel Kohle habt für die Kinder und die mit den tollsten Markenklamotten ausstatten können. Ja, genau, ja. Und wie sind dann, um auf das Thema zurückzukommen, deiner Erfahrung nach, wie grausam verhalten sich dann Kinder deinen Kindern gegenüber, weil sie beispielsweise eben nicht so toll angezogen sind? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Also die gehen also jetzt nicht jeden Tag mit neuen Klamotten zur Schule. Ja, die haben jetzt nicht die Nike-Schuhe an, die haben jetzt nicht die Baggy-Boots an, wie die Kinder heutzutage alle mal tragen, sondern eben ganz normal gekleidet. Und ja, da kann man so sagen, dann geht mein Ältester in die Schule, dann erwartet fast jeden Tag ein Grüppchen von eben besser gestellten Kindern, was bei uns im Umkreis eigentlich fast
alle sind. Mhm. Und dann wird er quasi aufgezogen. Also es ist nicht nur, dass er dann aufgezogen wird mit Wörtern, sondern er kriegt also auch schon mittlerweile massiv, ich sag mal, Prügel. Also Prügel. Wirklich Prügel? Ja, klar. Also Prügel, weil er der Arme ist, die arme Socke ja, ist? Ja, in dem Sinne ja, ganz genau. Ja. Und man macht sich lächerlich über ihn, er hat nichts zu bieten, er kommt aus einem armen Elternhaus und hat eben auch nicht die Klamotten an. Ja, wie gesagt, also vorher, der geht jetzt auch 2 Jahre jetzt zur Schule, also ja, 1,5. Und davor war es ja nicht so gewesen, also lief eigentlich alles gut. Mhm. Freunde, die er vorher hatte, die mit nach Hause kommen konnten, die sind mittlerweile auch so, dass sie den triezen, also das heißt, er kommt also schon sehr zurückgestoßen vor. Das heißt also, durch jetzt den Armutseinbruch bei euch zu Hause, bedingt durch deine Krankheit, ja. Ist der Junge in seiner sozialen Stellung in der Schule und bei seinen Freunden auch absolut abgestürzt? Ja, klar. Also man kann jetzt schon sagen, dass in Grundschulen eine richtige Hierarchie ist. Also und das sogar so weit, dass man ihn sogar deshalb verprügelt. Ja, so. Mhm. Ja, mittlerweile ist es wirklich so. Wie erklärst du das deinem Jungen? Der ist ja nun auch schon 8 Jahre, da kann man ja auch schon gut reden. Wie vermittelst du ihm das? Also ich sag mal so im Großen und Ganzen, ich habe mir erklärt, wie unsere Situation ist, ich habe mir erklärt, was mit mir ist. Er versteht auch, dass du so schwer krank bist. Ja, das, also auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe auch jetzt mittlerweile eine glattdurch Chemotherapie. Da sagt der Papa, sieht cool aus. Also ich sag mal, da habe ich schon sehr tolerante Kinder. Nur in der Hinsicht, dass ich ihnen klar machen muss, dass vom Geld nicht mehr so ist wie vorher. Du könntest also, das ja ist schwer zu verstehen. Ja, nun könnte es ja auch so sein, dass die Kinder irgendwie wütend, auch das wäre ja auch allzu menschlich, wenn sie wiederum so viel aushalten müssen, dass die auch ein bisschen wütend auf euch sind, weil ihr ihnen das Leben nicht so bieten könnt, wie sie es eigentlich auch gerne hätten. Ist das so manchmal? Ertappst du dir auch dabei, dass die ein bisschen aggressiv auf dich oder auf euch sind? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es bleibt auch gar nicht aus. Es ist die Gesamtsituation an sich. Also oft wird gefragt, wie das geht und man erklärt es dann nochmal und dann kommt man bekommt einfach ist immer dasselbe, immer das immer mit dem Geld, mit der Krankheit und alles. Also manchmal sind sie wirklich so, dass sie sagen, nee, da schalten sie ab, sind sie stur und das muss man auch verstehen. Wie geht ihr als Eltern mit solchen dann auch gewalttätigen Übergriffen um? Beschwert ihr euch bei den Eltern, beschwert ihr euch in der Schule oder lässt du alles so laufen, wie es ist? Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Also ich war schon mehrmals in der Schule, habe da schon mal mit den Lehrern darüber gesprochen, beziehungsweise mit der Direktorin. Mhm. Und ich sag mal so, wir sind ziemlich junge Eltern. Mhm. Und ja, sehr junge Eltern, finde ich. Ja, ne? Du bist 26 und dein Sohn ist 8, da hast du ja früh angefangen. Ne? Und, ja, klar. Ja. Und manchmal kommt es mir so vor, als würde man gegen eine Wand treten, weil man wird überhaupt gar nicht richtig ernst genommen, weil man ist so jung und die meisten anderen Eltern ja, die sind eben besser gestellt, sehr besser gestellt, älter und dann ist das lächerlich, wenn wir was sagen. Ja. Also. Wiederum kann ich mir auch denken, dass die Lehrer da auch relativ hilflos dem Phänomen gegenüberstehen. Ne? Die können ja auch nicht viel. Eigentlich sind die Eltern die besten Ansprechpartner. Zum Beispiel Elternabende. Sagt ihr sowas da? Oder? Ja klar, das kommt dann zur Sprache, aber. Aber die machen zu und die unser Kind macht das nicht, ne? Ja, so ungefähr. Ja, unser Kind ist nicht so. Ja, wie schrecklich, dass die anderen das machen, aber unser macht das natürlich nicht. Ne? Nein, sie haben immer die besten Kinder, also es ist unglaublich. Gibt es denn es ist ja eigentlich schon schlimm, wenn du das so erzählst, gibt es denn in dieser Klasse und in diesem Umfeld keine, die so ähnlich gestellt sind wie ihr? Gibt es nur Leute, die sich das alles so leisten können? Und ja, da in dem Umkreis, wo wir wohnen, also es sind eigentlich fast alle sehr gut gestellt. Mhm. Also es ist jetzt nicht übertrieben oder so. Es sind zwar Leute da, die, sagt man, Normalverdiener sind, aber selbst die sind, ich sag mal, engstirnig. Also ist das eine richtige Doppelbelastung? Du hast mit deiner Krankheit, deiner schweren Erkrankung schon wirklich genug jetzt an der Backe. Und dann kriegst du das so mit, was einem dann ja auch sehr leid tut als Vater, wenn der Junge aus dem Haus geht, da kann wieder irgendwas vorfallen. Ne? Ja, natürlich ist nicht nur das, weil mittlerweile wird er auch aggressiv. Und er ist, ich sag mal, für sein Alter ist er unwahrscheinlich groß. Es wird ein richtiger langer Lulatsch. Und er ist jetzt so mittlerweile, er lässt sich nicht mehr gefallen. Er hat mich auch selber nachgefragt, gesagt, was soll ich tun? Ich habe gesagt, wenn sie anfangen, sich mit dir zu kloppen, dann werde ich. So, und das hat er jetzt auch getan. Ja. Und jetzt hat er wohl einen verletzt. Und jetzt ist wirklich ein Riesentheater. Das heißt jetzt, der wird sich nicht benehmen. Und der wäre auffällig geworden, ist auch sehr zappelig. Es wurde uns geraten, mal zu einer Psychologin zu gehen, weil das Kind ja aggressiv wäre in der Hinsicht. Ja. Also wenn ich getriezt werden würde, ich würde mich aufwehren. Mhm. Wobei es natürlich auch so eine Spirale werden könnte, ne? Dass da wirklich so eine Gewalttätigkeit dann sich hochschaukelt gegenseitig bei beiden. Ja, natürlich. Schlimme Sache.
ich kann es also kaum verstehen, weil es wird dann wirklich so abgetan, als wäre das Kind jetzt, ich sag mal, balla balla. Und er müsste jetzt geprüft werden, ob er nicht hyperaktiv ist und sowas. Ja, ja. Und ich finde das lächerlich. Also bei uns, unsere Werte ist einmal und schon geht's los. Also ich weiß nicht, ob die Grausamkeit unbedingt bei den Kindern liegt oder bei den Erwachsenen. Also ich sehe nur, es wird immer weitergegeben. Und wenn ich mein Kind nicht vernünftig erziehe in der Hinsicht, also dann darf mich nicht wundern, wenn mein Kind irgendwann andere angreift oder etc. Absolut, ja. Daniel, ich wünsche dir erstmal, ich glaube, das ist auch das Wichtigste für eure Familie, dass du wieder richtig auf die Beine kommst und wieder richtig fit wirst. Und dann können sich die anderen Sachen vielleicht auch eher regeln und wieder zum Besseren gestalten. Ach, sobald ich auf der Beine bin, wird das bestimmt wieder alles bestimmt, besser. Bestimmt, ja. Alles Gute euch allen. Danke, Domian. Tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Bernd, 64 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bernd. Ich rufe als Täter an. Als Täter. Soweit ich die Sendung verfolgt habe, bin ich also der erste Täter heute Abend. Ja. War ja bisher alles Opfer, nicht? Ja, und das liegt lange zurück bei dir. Du bist 64. Richtig. Es ist aber bei mir schon 50 Jahre her. Ja. Und zwar habe ich in einer pubertierenden Phase mit 14 Jahren meine Englischlehrerin, die hat sich geärgert, dass sie einen Nervenzusammenbruch bekommen hat und den Schuldienst quittieren musste. Gänzlich? Gänzlich. Oh, da hast du aber heftig mal zitiert. Ja, also das sind Dinge, die mich also über die nachfolgenden 50 Jahre immer noch mal wieder als Erinnerung begleiten. Ja. Und die ich also sehr bedauere und die mir auch sehr leid tun. Ja. Aber die damals einfach passiert sind. Ne? Was hattest du denn gegen diese Englischlehrerin? Ja, sie war etwas älter schon als Lehrerin. Wir hatten ja damals nach 45 Probleme, entsprechend Lehrpersonal zu bekommen. Ja. Dann war sie Fräulein, nicht? Miss Dole, nicht? Dann war sie schon etwas eigentümlich in ihrer Unterrichtsgestaltung. Also es gab auch damals schon einen gewissen moderneren Unterricht, den machte sie nicht. Ja. Sodass sie also von daher, sagen wir mal, gewisse Ansatzpunkte für Aggressivität bot irgendwo. Nicht? Also das, was sie machte, passte uns eigentlich nicht so in der Klasse. Aber weshalb ich mich dann nun aufschwank, dem die Krönung zu geben, war eigentlich mehr so ein pubertäres Imponiergehabe vor der gemischten Klasse. Ja, klar. Nicht? Wir waren Jungs und Mädchen. Und da wollte ich mich natürlich besonders in Positur setzen und habe das dann auf die Spitze gebracht. Was, sag mal so ein paar Beispiele, was du mit ihr gemacht hast, was letztendlich dann zum Nervenzusammenbruch führte? Also das fing an relativ harmlos mit Maikäfer an Rocksaum setzen und dann gucken, wo die hinkriegt im Laufe des Unterrichts, bis hin zu massiven Störungen, ins Wort fallen, Besserwissereien, arbeiten, gar nicht schreiben, oder ganz falsch schreiben, bis zu dem Schlussakt, wo dann auch der Direktor ins Zimmer gerufen wurde. Da habe ich dann mit ihrem Kopf, mit ihrem Porträt, einen Vogelkörper gemalt und habe dann drunter geschrieben, Switch of you, weil sie also jeden Unterricht begann mit der Formel, Switch of you can tell me. Und das war dann also der Gipfel der ganzen Geschichte. Gut, das ist nicht so schlimm, das ist vielleicht unter den heutigen Gesichtspunkten nicht so absolut aggressiv, aber es war damals im Verhältnis das glaube ich, böse. Das glaube ich und vor allen Dingen die Dauer macht es dann auch, wenn das über einen langen Zeitraum läuft. Warst du denn so quasi der Anführer der Rebellion oder warst du es alleine? Nein, ich war eigentlich derjenige, der in der Klasse gar nicht so gut anerkannt war und mich dadurch also nun besonders profilieren wollte. Ja. Nun waren es aber in der Zeit wirklich ganz andere Zeiten. Es ging viel autoritärer zu in den Schulen. Ja. Mich wundert, dass zum Beispiel der Direktor oder dass die nicht Hilfe geholt hat von einem anderen und dass der Direktor oder ein anderer Lehrer dich dann so richtig klein gemacht hat. Ja, es ist dann folgendermaßen gewesen, ich wurde dann nach Hause geschickt. Und mein Vater wurde dann bestellt und ich sollte eigentlich von der Schule geschmissen werden. Und irgendwie hat mein Vater das hingekriegt, er hat nie drüber gesprochen, ich weiß auch heute nicht wieso, hat er das hingekriegt, mich auf der Schule zu lassen unter einer gewissen Bewährung. Also ich musste mich ein Jahr lang bewähren, vernünftig verhalten und dann hat man das akzeptiert. Aber da warst du, in diesem Jahr warst du nicht mehr bei der Lehrerin? Nein, die ist dann nicht mehr gekommen. Die hat dann wirklich... Die hat den Unterricht geschmissen und ist nicht mehr gekommen. Das ist ja auch wirklich wahnsinnig. Es hätte ja auch so gelöst werden können, dass sie einfach mit dir nicht mehr zusammenkommt. Nein, sie hat gänzlich ihren ganzen Job hingeschmissen, ihren Beruf hingeworfen. Ich habe dann zwei Jahre später, als ich dann also schon etwas reifer und erwachsener war und mir die Sache fürchterlich leid tat, versucht, ein Gespräch mit ihr herbeizuführen, um mich zu entschuldigen. Das heißt, du wusstest, wo sie wohnt, du kamst an sie heran. Nein, ich habe eine Lehrerin gekannt, die ihre Freundin war. Ach so, und die habe ich angesprochen. Und die hat also mir dann gesagt, dass sie also keine Begegnung mit mir wünscht.
Und das heißt, du weißt gar nicht, was aus der Frau geworden ist, du hast nie wieder was gehört von ihr. Nein, richtig. Mhm. Das ist ja verrückt, du bist heute 64, das ist 50 Jahre liegt das zurück. Und das ist dir, wie du es erzählst, so präsent noch, ne? Ja, genau. Also deswegen wollte ich dir das auch mal so sagen und den Zuhörern, weil also solche Dinge begleiten einen irgendwo sein Leben lang. Klar, wenn man älter wird... Ich jetzt so ständig täglich daran denken würde, Aber so ein-, zweimal im Jahr taucht das Ding auf. Ja, ja. Wenn man reifer wird, wenn man älter wird und dann kapiert man erst, was man da vielleicht für eine Katastrophe angerichtet hat, richtig, ne, bei einem Menschen. Richtig, genau. Mhm. Ich habe also praktisch diese Frau zu einem Aufgeben ihres Berufslebens gezwungen im vorgeschrittenen Alter unter ganz dramatischen, schlechten Verhältnissen. Ja. Nicht so wünscht man ja keinen Menschen Abschied von seinem Berufsleben. Nicht. Nein, nein. Bist du auch Lehrer geworden? Nein. Nein. Gut, Bernd, ich danke dir für die Geschichte und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, ebenfalls, Bernd. Tschüss. Elke, 38 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Hallo Elke. Hi. Auch zu unserem Thema, Kinder können grausam sein. Ja, vielleicht auch eher so Teenies. Ich glaube, da wird es dann erst richtig schlimm. Ja, ne? Ja. Ja, ich hatte einen Höcker auf der Nase. Ein Höcker? Ein Höcker, ja. Aber jetzt nicht so übermäßig schlimm. Aber das trug mir dann so ab, ich glaube, im Alter ab 12, so den Namen Hakennase ein, Hexe und was weiß ich. Und so... Ja, sowas steigert sich, ne? Und irgendwann war es dann so schlimm, dass ich nur noch Straßenbahn fuhr, so seitlich die Hand vors Gesicht, damit nur ja niemand von oben aus einem Auto vielleicht hochschaut und denkt, Gott, hat die eine Nase. Mhm. Also es war so schlimm. Kamen die Beschimpfungen, Höcker, Nase, Hexe oder so, kam das mehr von Jungs oder von Mädels oder von beiden? So, die kamen von meiner besten Freundin. Die, ach so. Also ich wirkte immer durch meine Art sehr stark. Und irgendwann hatte die wohl raus, das war wohl mein Schwachpunkt. Und ja, die Clique stieg auch drauf ein. Ja, und das wurde immer schlimmer. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich aus einem reichen Haus kam, sondern... Ja. Ja, mein Vater ist Maurer oder war Maurer und da war kein Geld. Und irgendwann kam so mit 14 ein Zusammenbruch und da hatte ich so das Gefühl, du willst nicht mehr leben, so schlimm war es. Also der Zusammenbruch kam, weil die Hänseleien so stark waren und die Scham rauszugehen. Ja, die Scham eher, ne? Also nochmal, es war ein Höcker auf der Nase, ein heftiger Höcker. Ach ja, heftig, weißt du, alle nach der OP, ich habe mich dann mit 19 endlich operieren lassen, sagten alle, ach Elke, das war doch gar nicht so schlimm. Ja, das sagen die dann. Dann sagen sie es. Sag mal, für dich war es die Hölle. Die Hölle, sag ich dir, die Hölle. Zusammenbruch mit 14, sagst du. Ja, also ich habe meinen Eltern dann erklärt, das war so lustig, meine Eltern hatten ja nicht viel Geld und hatten so ein paar Mark festgelegt, dass also mein Vater, der immer auf dem Geld saß, der dann sagte, wirklich, der merkte, ich war so fertig, der sagte dann, Kind, ich versuche das Geld, was festgelegt ist, ich mach das los. Und ja, und dann waren wir bei einem Chirurgen und die sind ja auch so clever. Und der sagte mir dann, ich könnte das doch wunderbar mit meinem Haarpony kaschieren. Haarpony? Von hier oben runter? Ja, der wuchs natürlich, den habe ich natürlich wachsen lassen, wie so ein Vorhang. Ja, aber dann hing der Pony auch vor den Augen. Wenn das einseitig, ja. Ach so, ja. War ganz klasse. Ist aber auch nicht so eine tolle Idee. Nee, und da bei uns nichts zu verdienen war, erklärte der mir dann, also die Nase wächst noch, bis ich 18 oder 20 bin. Und dann muss ich bis 19 aushalten. Dann habe ich es machen lassen. Und deswegen war ich glücklich. Das heißt dann nochmal 5 Jahre. Und gerade in der ganz entscheidenden Zeit, Pubertät, erster Freund, Liebelei, da war wahrscheinlich bei dir nicht viel los, oder? Nee, ich lag abends im Bett und habe mir so Fristen gesetzt. Also wenn du bis da und da keinen Freund hast, dann musst du dich, kriegst du nie einen. Dann musst du dich wahrscheinlich aufhängen. Also eigentlich wollte ich noch mal warnen und es hat wirklich auch einen Sinn, Kinder dementsprechend zu erziehen. Man kann furchtbar viel damit anrichten. Und es ist immer noch präsent. Das glaube ich. Man kann so Sachen anrichten, die man, die der andere, das Opfer, das Leben lang behält, ne? Oder nicht vergisst. Du immer noch. Ja. Nein, ich vergesse das auch nicht. Also, das war bei dir dann auch so, dass du aufgrund dieser Hänseleien auch dann ganz einsam wurdest. Du, einsam war ich eigentlich nie, weil ich super gut schauspielern konnte. Heute habe ich auch wirklich ein ernstes und ein recht großes Selbstbewusstsein, aber halt eben auch wahrscheinlich nur, weil ich mich irgendwann habe noch operieren lassen. Aber wenn du sagst, dass deine beste Freundin dich sogar Hexennase genannt hat und so, dann zieht man sich doch eigentlich innerlich von der auch zurück. Habe ich dann auch, klar. Ja.
Ja, ja. Hast du denn vor deiner Operation, hast du da einen Freund noch gefunden, eine erste Liebelei gehabt? Ja, natürlich. Ich habe mir auch bewusst, du wirst dich wundern, ich habe besonders schöne Männer bekommen. Aber die ich eigentlich nicht geliebt habe, die waren für mich eigentlich nur dazu da, zu präsentieren, hier, guck mal, wie ich aussehe, aber guck mal, was ich doch für einen Typ bekomme. So, jetzt hast du dir mit 19 die Nase begradigen lassen. Ja. Der Höcker ist weg. Ja. Als der Verband abgenommen wurde und du zum ersten Mal deine Nase gesehen hast, was hast du da gefühlt? Ja, du, dann ist ja noch alles geschwollen. Egal. Also dann bist du noch skeptisch, aber irgendwie habe ich gedacht, fängt jetzt ein neues Leben an. Also wenn jemand wirklich so leidet, glaube ich, ist das auch die einzige Lösung. Ich bin davon überzeugt. Hat denn wirklich für dich ein neues Leben angefangen? Ja. Ja. Also wenn du mich heute kennenlernen würdest, ich habe ein Selbstbewusstsein, mich bringt so leicht überhaupt nichts mehr. war hart, es waren schlimme, schlimme Jahre, aber... Ja, aber immerhin sei froh, dass du es dann schon mit 19 gemacht hast. Manch einer schleppt das dann noch 10 Jahre mit sich rum und traut sich dann erst, den Eingriff machen zu lassen. Der Eingriff ist gut verlaufen, das alles... Ja. Mhm, ja. Ja, wie teuer war das Ganze dann letztendlich? Du, damals, das ist ja jetzt auch schon wieder 19 Jahre her. Mhm. Und ich hatte das Glück, ich hatte sowieso Nasenatmungsprobleme. Ein Ach Tipp so. Für alle anderen, ja. Die vielleicht ähnliche Probleme haben. Und dann wurden diese Krankenhauskosten übernommen und allein dieser Schönheitseingriff separat abgerechnet. Perfekt dann, ne? Ja, ja. Klar. Aber gut, hatte ich mir auch verdient. Das glaube ich auch. Liebe Elke, alles Gute. Ja, finde ich dir auch. Tschüss. Mach weiter so. Ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Tobias, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Das ist ja witzig, dass wir sprechen. Ja. Also über die Kinder, über die grausamen Kinder. Ja, ich bin selber auch ein grausames Kind gewesen. Und ich habe eine ganz kurze Geschichte. Mhm. Und zwar hatten wir früher, meine Schwester und ich, ein Kaninchen. Mhm. Ein weißes Kaninchen. Mhm. Und das hieß Schneeflöckchen. Mhm. Und Schneeflocken können fliegen. Und Kinder sind grausam. Oh, oh, oh. Genau, und wir haben uns das im Kinderzimmer zugeworfen. Oh. Und ja, dann hat einer nicht mehr gefangen. Ich weiß nicht mehr, wer nicht mehr gefangen hat. Ich weiß nur noch, dass das Tier dann irgendwann mit einem dumpfen Knall auf dem Fußboden aufkam und hatte so einen Krampf. Die Vorderläufe waren irgendwie verhakt. Ja, und dann hat das circa 2 Minuten gedauert und dann war es vorbei. Da war Schneeflöckchen nicht mehr da. Dann war Schneeflöckchen nicht mehr da. Naja, wie alt wart ihr da? Ich war da in der ersten oder zweiten Klasse, meine Schwester im Kindergarten. Mhm. Das ist ja sowieso ganz verrückt, dass alle Kinder irgendwie in ihrem Leben so mit Tieren solche schlimmen Sachen gemacht haben, ne? Ja. Frösche aufgeblasen, ja. Fische aufgeschnitten, die leben Goldfische aufgeschnitten oder irgend sowas gemacht. Ja, wobei Frösche und Fische sind ja irgendwie, die schreien halt nicht so. Und das nee, aber... Hasen ist einem schon irgendwie sehr nah, ne? Ja, ja. Wie lange ging dieses Ping-Pong-Spiel mit Schneeflöckchen? Kannst du dich noch erinnern? Das waren ein paar Minuten. Mhm. Und also wir haben das häufiger auch gemacht. Mhm. Und irgendwann war halt dann das letzte Mal. Ach so, das war nicht nur ein einziges Mal und dann ist es gleich schiefgegangen, sondern ihr habt das immer wieder mal gemacht. Wir haben halt dieses Schneeflöckchenspiel gespielt. Und, weil es ja Schneeflöckchen hieß, ne? Und genau. Das musste in die Luft fliegen. Und danach hatten wir halt von unseren Eltern Hasenverbot. Ja. Dann gab es jetzt mal ein paar. Ich habe von meinen Eltern einen ganz simplen, schlichten Satz eingeimpft bekommen als Kind. Und das war mir irgendwie so einleuchtend und da hatte ich immer Angst vor. Meine Mutter hat immer gesagt, quäle nie ein Tier zum Scherz. Denn es fühlt wie du den Schmerz. Ganz genau. Und das war mir irgendwie so einleuchtend, dass ich da nicht irgendwas was machen konnte. Oder obwohl die Versuchung oft bei Fröschen da war, doch irgendwie zu experimentieren. Uns war in dem Moment überhaupt nicht bewusst, dass wir das Tier quälen. Ja, ja, so ist klar. Spiel, ne? Ist klar. Aber in dem Moment, als es dann da tot lag, da wart ihr wahrscheinlich auch traurig, ne? Oder? Ja, entsetzt. Also vor allen Dingen diese 2 Minuten Krampf da. Ich sehe es heute noch vor mir. Ja, ja. Ja, so sind Kinder. Es ist wahrscheinlich in der Natur der Sache irgendwie zu finden. Tobias, danke für deinen Anruf. Die Zeit ist vorbei. Die ist vorbei. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Uwe Petersen und Jens Wiegel. Und wir sind morgen, was haben wir morgen? Morgen haben wir Mittwochnacht mit einer freien Themennacht wieder hier. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder mailen. Ich sag die Mailadresse nochmal 1live.domian@wdr.de. Ja, wir sind um 1 im Radio, hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.